Chlorophyllmoleküle bestehen aus zwei verschiedenen Bereichen. Der grün markierte Porphyrinring ist derjenige Teil des Moleküls, der Licht absorbieren kann. Im Zentrum enthält er ein Magnesium-Ion, das von vier Stickstoffatomen komplexiert wird. Der Porphyrinring ist mit einem lipophilen Phytolanteil verestert, der hier gelb markiert ist. Phytol ist ein Diterpen und verankert das Chlorophyllmolekül in der Thylakoidmembran des Chloroplasten. Der Phytolanteil selbst absorbiert kein Licht und trägt damit auch nicht zur grünen Farbe des Chlorophylls bei. Betrachten wir als nächstes die dreidimensionale Struktur des Chlorophylls. Chlorophyllmoleküle sind grob stäbchenförmig, damit passen sie gut in die Thylakoidmembran des Chloroplasten rein. Blickt man von oben auf den Porphyrinring, dann sieht man im Zentrum, hier grün dargestellt, das Magnesium-Ion, das von den vier blau markierten Stickstoffatomen komplexiert wird. Für die grüne Farbe des Chlorophylls ist jedoch der ganze Porphyrinring verantwortlich und nicht nur das Magnesium-Ion. Der längliche Teil des Moleküls, der nach rechts unten zeigt, das ist der Phytolrest. Er verankert das Chlorophyll in der Thylakoidmembran des Chloroplasten. Untersucht man die Chlorophyllzusammensetzung bei verschiedenen Pflanzen, dann findet man, dass es mehrere Chlorophylltypen gibt. Chlorophyll A und Chlorophyll B sind hier gezeigt. Der Unterschied in der chemischen Struktur und auch im Absorptionsspektrum ist gering. Chlorophyll A besitzt in dieser Position eine Methylgruppe. Bei Chlorophyll B finden wir an derselben Position eine Aldehydgruppe. Dreht man das Absorptionsspektrum des Chloroplasten um 90 Grad, so wie hier, dann kann man damit verstehen, wie Chlorophyll Licht absorbiert. Ohne Licht befindet sich das Chlorophyllmolekül im Grundzustand. Der ist hier weiß dargestellt. Absorbiert das Chlorophyll ein Photon geeigneter Wellenlänge, gelangt es in einen angeregten Zustand. Das wird hier mit diesem gelben Pfeil symbolisiert. Rotes Licht ist langwelliger und daher energieärmer. Mit rotem Licht gelangt das Chlorophyllmolekül deshalb lediglich in den ersten angeregten Zustand. Auf der rechten Seite entspricht das dem Peak im roten Bereich des sichtbaren Spektrums. Absorbiert das Chlorophyll hingegen blaues Licht, dann gelangt es in den zweiten angeregten Zustand. Dafür ist mehr Energie erforderlich. Das blaue Licht mit seiner kürzeren Wellenlänge ist energiereicher und ermöglicht damit, den zweiten Anregungszustand zu erreichen. Das entspricht dem Peak im blauen Bereich des sichtbaren Spektrums. Aus dem angeregten Zustand gibt es für das Chlorophyll drei verschiedene Wege zurück in den Grundzustand. Vom zweiten in den ersten Anregungszustand wird die Energiedifferenz als Wärme an die Umgebung abgegeben. Vom ersten Anregungszustand zurück in den Grundzustand kann die absorbierte Lichtenergie als Wärme oder Fluoreszenz abgestrahlt werden.
Als dritte Option überträgt das Chlorophyllmolekül die Energie direkt auf ein anderes Molekül in seiner unmittelbaren Nachbarschaft. Dann gelangt das Nachbarmolekül in einen angeregten Zustand. Bei der Wärmeabgabe und Fluoreszenz wird die absorbierte Lichtenergie vollständig zurück an die Umwelt abgegeben. Damit ist die Energie für die Pflanze verloren. Wärmeabgabe und Fluoreszenz tragen deshalb nichts zur Photosynthese bei. Nur wenn das Chlorophyll die Anregungsenergie auf ein anderes Nachbarmolekül übertragen kann, dann wird die Energie für die Photosynthese nutzbar.